Hallo zu einem neuen Video und ja, es ist heute ein Flohmarkt-Video. Warum steht hier was auf dem Tisch? Das erfahrt ihr gleich. Ja, langsam beginnt die dunklere Jahreszeit und die Flohmärkte werden etwas rarer. Und ja, das Wetter ist nicht mehr ganz so hell momentan. Ich brauche sogar eine extra Beleuchtung. Ja, und eingangs fragte ich, warum stehen hier zwei? Die Antwort gebe ich jetzt. Die habe nicht ich gefunden, die beiden Videokassetten auf dem Flohmarkt. Da ist einmal eine etwas neuere Auflage von Das Dschungelbuch. Und das ist etwas kultiger, die City Cobra mit Sylvester Stallone. Das waren zwei Videokassetten, die ein Freund von mir auf einem Flohmarkt gefunden hat und gesagt hat, oh, in letzter Zeit guckst du doch so nach Videokassetten. Hier habe ich zwei coole gefunden. Hier, nimm. Hat er mir geschenkt. Ja, deswegen stehen die jetzt hier. Und gleich zeige ich euch das, was wir heute wieder gefunden haben, mein Bruder und ich. Wir waren auf einem ganz normalen Flohmarkt, wo wir eigentlich immer sind. Der ist viermal im Jahr. Und ja, war doch am Anfang ein bisschen wenig, weil die haben doch sehr spät aufgebaut. Wir waren so gegen kurz nach sieben da, also Viertel nach sieben. Normalerweise sind die ab sieben schon voll und aufgebaut. Das war diesmal nicht so der Fall. Deswegen konnten wir zwei Runden auch komplett schön machen. Gewaltig, gigantisch groß ist der nicht. Also nicht wie der, wo zum Beispiel letzte Woche da ist. Da braucht man allein, um einmal rüber zu gehen. Und wenn man guckt, mindestens drei Stunden. Und das waren wir heute auf dem Flohmarkt, glaube ich, gesamt. Naja, und trotzdem haben wir einige wunderbare Figur haben wir auch gefunden, aber wunderbares Zeug gefunden, von allem fast etwas, abgesehen, dass ich heute mal kein Drei-Fragezeichen-Buch dabei habe. Das habe ich mal nicht gehabt, ich habe so welche gesehen, aber die hatte ich alle schon. Ich hätte gern das neue gehabt, aber nein, hatte keiner zum Verkauf. So, mit was fange ich eigentlich heute mal an? Ich habe hier so viele Highlights und es ist leider wird es auch ein bisschen durcheinander sein, aber wo ich Videokassetten hatte, fange ich doch gleich mit Videokassetten an. So, und da war ein Stand, wir hatten so eine Kiste mit Videokassetten, da waren auch ein paar Horrorfilme, also ich hätte vielleicht auch ein paar Raritäten mitnehmen können, aber ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau. Ich nehme noch Gefühl mit und dann habe ich mir mitgenommen vier Filme für 2 Euro. Und zwar habe ich mitgenommen einmal Flash Gordon, der Kultfilm in der Bild am Sonntag Videothekenversion, auch nicht schlecht, richtig cooles Artwork auch hier hinten drauf, richtig cool. Also ja, ich finde den Film auch gar nicht so schlecht, also der lässt sich auch heute noch ganz gut sehen, ist natürlich, hat diesen 80er Jahre Charme, aber die Musik von Queen und einfach kultig. Genau, weiter ging es dann, gab es dann wie gesagt ja noch drei weitere Kassetten. Und zwar einmal Red Sonja mit Schwarzenegger und Brigitte Nielsen. Einziges Manko, da bin ich noch dabei, das zu versuchen wegzukriegen. Hinten ist so ein Aufkleber drauf und auch an der Seite. Der macht sich nicht so schön. Da bin ich, wie gesagt, noch am Ball und versuche das wegzukriegen. Ja, aber schon ein echter Klassiker. Und genauso ein Klassiker, Aladdin mit Bud Spencer. Da ist alles top drauf. Das besondere Filmprogramm, eben halt so ein Pappschuber. Und was ich sehr lustig finde, wenn man das unten da, der Text liest, kopiert auf hochwertigem Material, auch als Leerkassette verwendbar. Das heißt, brauche ich den nicht mehr, ist das eine Leervideokassette. Das gucke ich gerade mal, weil wenn Sie sagen, auch als Leervideokassette verwendbar. Genau. Der Nipse, seht ihr diesen kleinen Nipse da? Wenn man den abgebrochen hat, dann ist die Videokassette nicht mehr überschreibbar. Also so eine Art Kopierschutz oder Überspielschutz. Der ist noch drin, das heißt, da muss man aufpassen und ich kann nicht mal sagen, weil ich kein Videocaller habe, ob das noch drauf ist. Andererseits spielt es keine Rolle, ist einfach nur kultig, allein das Artwork, ne, das sagt doch alles aus. Also, Wahnsinn. Ja, es wird voll, deswegen geht es nicht anders. Und ja, die letzte Videokassette, die hat mich sehr begeistert und ich habe, glaube ich, davon, ich kann mich nicht erinnern, eine Videokassette schon mal bewusst gesehen, ich sag mal in den 80ern sicherlich, aber nicht drauf geachtet. Aber ich bin ja ein großer Jean-Paul Belmondo-Fan und dann habe ich hier Der Puppenspieler gefunden auf Videokassette.
richtig geil. Ich musste es ein bisschen reinigen, war ein bisschen dreckig an einiger Stelle, aber richtig cool. Auch hier noch alles drin. Auch so ein Atlas-Film mit so einem gestempelten, mit einer gestempelten Hülle. Richtig kultig. Und dieser Film, ich meine, er ist aus den 60ern. Ich weiß aber nicht, von wann die Videokassette ist. Ist hier ein Datum drauf? Nee, leider nicht. Leider steht hier kein Datum. Aber 60er Jahre gab es natürlich noch keine Videokassetten. Also auf jeden Fall 80er Jahre. Eine richtig schöne VHS. Also die bleibt auch in meiner Sammlung. Bei Mondo habe ich sonst gar nicht in der Art. Aber guckt euch an, das ist auch so ein Artwork, was zusammengehört. Richtig cool. Das ist für mich auch so ein kleines Film-Highlight als, ja, als Sammelstück. Aber richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Och, Mann, das wird so viel. Ich hoffe, ich kriege das alles zusammen, was ich gefunden habe. Ja, weiter geht's. Ich habe auch einige Hörspielkassetten gefunden. Ich gehe gleich weiter. Beziehungsweise, ja, habe ich angefangen mit Hörspielkassetten. Da fange ich mit Hörspielkassetten nicht weiter. Sonst hätte ich die Filme ja machen können. Wo ich jetzt bei dem Film bin, hätte ich auch bei den Filmen, die wir gefunden haben, weitergemacht. Die werden aber gleich nach den Hörspielkassetten gemacht. Ich war bei einem Stand, da war eine Menge drin. Und eine Kassette habe ich jetzt eben vergessen, die liegt noch nebenan, die zeige ich euch jetzt nicht. Die wird nachher auf der Zusammenfassung dabei sein. Aber ist nicht schlimm, weil die habe ich euch schon mal gezeigt. Ich habe noch mal eine Disney's Robin Hood gefunden in der Erstauflage. Und zusammen mit denen vier, also fünf Stück, gab es für 2 €. Und dann gab es hier einmal das Dschungelbuch, Folge 1 steht hier. Es kann sein, dass das ein Doppelpack ist, die Geschichte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil hier Folge 1 unten steht und oben ist es Nummer 1. Ich muss mal forschen, ob es auch 2 Versionen gibt. Aber was mich auch begeistert, ist diese Hülle, die gehört garantiert nicht dazu. Und die erinnert mich an die Bravestar-Hüllen. Bravestar hatte diese neonfarbenen. Also die werde ich auf jeden Fall die Hülle behalten und die wahrscheinlich irgendwann austauschen. Und dann gab es 3 Scotland Yard-Kassetten. Scotland Yard ist eine richtig coole Buchreihe, auch, also Hörspielreihe auch und Buchreihe, Buch, auch 7 Bücher, glaube ich, und es gibt 29 Kassetten, basiert auf dem Ravensburger Spiel Scotland Yard, also dieses, ja, Fang Mr. X, und das sind richtig schöne, ja, Jugendgeschichten mit den 3 Bs, Drillingen, jetzt bin ich komplett gerade von der Rolle, mit Betty, Benny und Buck, Buff. Und den Onkel McIntosh, Inspektor bei Scotland Yard, ärgern sie ein bisschen. Wachsfiguren-Gangster ist Nummer 1, auch richtig gute Geschichte. Dann haben wir gleich Nummer 2, hat wohl mal 7,95 € gekostet. Ich habe den Preis jetzt noch nicht abgemacht. Die Stimme aus dem Untergrund, auch eine sehr gute Geschichte. Und was man früher gemacht hat, ich mache es mal einfach halb, muss ein bisschen zuhören, sehr schön. Namensetiketten sind noch hinten drauf. Das sollte man eigentlich nicht mehr machen. Aber hat man gemacht früher. Man hat diese Aufkleber überall hingetan. Werde ich versuchen, nochmal zu entfernen. Das sollte nicht gut sein, dass die drauf sind. Und Polygramm ist die Hülle hier. Ob die auch richtig ist, weiß ich nicht. Karussell, hier haben wir Nummer 11. Alarm im Airport. Auch eine gute Geschichte. Gerade die ersten, also top. Ja, also wie gesagt, Robin Hood von Disney gab es noch, aber habe ich euch in den letzten Flohmärkten-Videos gezeigt, das ist jetzt nichts Neues, aber fällt mir gerade ein, liegt beim Kassettenrekorder noch, weil ich habe die zurückgespult, die sind wie immer auch wie Videokassetten nicht richtig zurückgespult. Eine Kassette habe ich noch gefunden, die gab es für 50 Cent, aber auch ohne Hülle. Und zwar, naja, was, das stimmt ja nicht ganz, also ich habe eine Turtles gefunden, in der Hülle oder auch nicht in der Hülle. Das ist das Cover von Folge 8 und das ist Kassette 10. Also im Endeffekt, ja, passen die nicht ganz zusammen. Das heißt, ich habe sie einfach mitgenommen. Vielleicht braucht sie jemand zum Komplettieren. Ich bin jetzt kein Turtles-Sammler, aber ich dachte, für 50 Cent, da lasse ich sowas nicht liegen. Ganz ehrlich, das mache ich nicht. Gut, eine Kassette habe ich hier noch und das ist ein Stück Kindheit. Ich glaube, es gibt 3 Teile davon. Ich habe, glaube ich, mal Teil 3 gehabt. Ich muss mal suchen, ob der überhaupt noch ist. Weiß ich gar nicht. Ich habe es auch gar nicht notiert. Auf jeden Fall habe ich Teil 2 nicht gehabt. Ich habe die alle als Kopie oder wie auch immer. Mir ist eigentlich egal. Ich finde die wunderbar.
richtig tolle Erinnerung. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Folge 2 von China bis ans Ende der Welt. Das ist sozusagen, es gibt, glaube ich, drei Teile, glaube ich. Die wunderschöne Michael Ende Roman oder Serie von der Augsburger Puppenkiste verfilmt, bin ich, oder auch jetzt real, aber mit der Augsburger Puppenkiste bin ich aufgewachsen. Diese Hörspiele habe ich gelesen und gehört und gelesen, und das Besondere an diesem Hörspiel, diesem ersten Teil, also bei Wilde 13, die Fortsetzung war das nicht der Fall, da war der Erzähler Michael Ende, der Autor selbst. Also der Erzähler war Michael Ende, der Autor selbst, und ja, habe ich richtig gesagt. Und das macht das Hörspiel so spannend, und der hat auch eine sehr gute Stimme, und ach, das ist einfach ein Stück Kindheit, und das musste auch sein. Gut. Und mit Kindheit geht es heute richtig auch viel weiter. Richtig tolle Stücke, die ich gefunden habe. Aber jetzt habe ich euch gesagt, ich bin bei Filmen. So, ich gehe mit Filmen weiter. Also ich könnte jetzt hier querbeet eigentlich gehen. Ja, doch, nee, ich mache noch mal was, einen Zwischenstopp, bevor Filme ist, weil ich habe die Turtles-Kassette, und gefunden habe ich auch das Comic, Taschenbuch von den Turtles, Teenage Mutant Ninja, die Hero Turtles Nummer 1, auch im guten Zustand, gab es für 1 Euro, zusammen mit noch einem kleinen Heftchen, was ich euch später zeige. Ja, also das Comic gab es auch. So, und wie gesagt, Kindheit, da gibt es eine ganze Menge heute, aber Filme haben wir auch gefunden, und jetzt sind wir bei Filmen. Ich wechsle, tut mir leid. 2 DVDs. DVDs nehme ich ja seltener mit, aber manchmal kann man nicht anders. Und zwar gab es für 2 Euro, ich glaube je 2 Euro, 1 Euro die andere, und die hat 2 Euro gekostet. Das ist Creating the Lord of the Rings Symphony. Das ist mit Howard Shaw. Das ist eine Bonus-DVD, die eigentlich nur in dieser Special Edition drin ist, mit, ich glaube, mit Minas Tirith vom dritten Teil damals. Die DVD Extended Special Edition habe ich auch bei mir noch im Regal. Aber so einzeln findet man die selten, und dachte ich, die nehme ich mit. Das macht sich auch ganz gut zum Hören mal oder zum Angucken. Das Konzert ist leider nicht komplett drauf, sondern das ist mehr so die Entstehung dahinter und ein Teil des Konzertes. Aber die Musik ist großartig, und ich dachte mir, das nimmt man mit, das ist was Besonderes, findet man nicht alle Tage. Ist auch vielleicht ein Sammlerstück für jemanden, der es komplettieren möchte oder der ein Komponisten-Fan ist, wie von Howard Shaw sozusagen. So, das andere, was ich gefunden habe, ist Atlantis, die Rückkehr. Ich glaube, die gibt es nicht auf Blu-ray. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ist auch ganz normal nur die DVD drin. Das ist sozusagen die Fortsetzung des Kinofilms Atlantis von Disney, beziehungsweise es sind 3 Episoden einer geplanten TV-Serie. Also sie wollten so eine Art 30 Minuten oder 25 Minuten Serie machen, wie es auch von Aladdin, Ariel, die Meerjungfrau und so weiter gibt. Von Atlantis haben sie es versucht, sie haben 3 Episoden gemacht, aber das kam irgendwie wohl nicht so an, aber man hat die auf DVD rausgebracht, diese 3 Geschichten, sind recht unterhaltsam und ja, sind in der Art schon etwas seltener zu finden, weil sie, ich glaube, nicht auf Blu-ray existieren. Kann mich jetzt täuschen, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ich dachte mir, für 1 Euro, da mache ich nichts falsch. Das ist der schöne Satz, ich mache da doch nichts falsch. So, weiter geht's dann mit weiteren Filmen. Wir haben ein paar Blu-rays auch gefunden. Grade ich irgendwas ab dabei? Nee, eigentlich ist interessanterweise wird nicht wirklich abgegradet. Doch eine vielleicht. Und zwar diese hier. Lego Star Wars, die Padawan-Bedrohung. Gab es auch für 2 Euro. Blu-ray, ich bin der Meinung, das haben wir noch nicht. Hatten wir nur auf DVD. Oh, egal. Dann ein Film, den ich, glaube ich, als DVD aussortiert hatte, aber man hatte, aber eine sehr, sehr schöne Romanze ist. Mit Hugh Grant und Drew Barrymore, Mitten ins Herz, gab es auch für 2 Euro. Die nächsten beiden gab es auch hier für 2 Euro. Waren aber alles bei einzelnen Händlern, also deswegen. Und zwar einmal sogar noch sealed oder verschweißt. Dragonblade mit John Cusack, Adrian Brody und Jack John. Ein asiatischer Historian-Fantasy-Film, richtig gut soll er sein. Ich habe ihn noch nicht geguckt, wird aber noch getan. Dann Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson Central Intelligence Extended Edition. Na, was klebt denn da? Na, muss ich noch was reinigen. Merke ich gerade. Den muss ich mir noch mal zur Seite legen. Der muss noch mal gereinigt werden. Ja, wie gesagt, die gab es für 2 und jetzt etwas teurer. Für 12 Euro haben wir auch noch 2 gekauft. Und zwar einmal
den Klassiker Elvira Mystery of Darkness. Im Endeffekt die beiden zusammen für 12. Das heißt, sechster Stück. Elvira, der Klassiker aus den, ich glaube, 60er Jahren. Das ist gerade erst rausgekommen, deswegen wollte ich da noch was haben. Soll 10 kosten, haben wir im Endeffekt. Und der auch, der andere hier. Und da glaubt man es eigentlich nicht, dass der auch so teuer ist. Und das war gerade so 12 wie Grenze. War gar nicht so einfach, das Handeln. Denn das geht jetzt um, ihr werdet wie gesagt wahrscheinlich lachen, Steven Seagal Against the Dark. Ja, ein Film, den man denkt, oh, nimm für 2 Euro nehme ich ihn vielleicht nochmal mit, weil man Steven Seagal-Fan ist. Das Ding ist ein richtig teurer Titel. Unter 20 Euro findet man den kaum. Wahnsinn. Und da hat mein Bruder gesagt, Mensch, wir wollen ihn sowieso mal gucken, dann nimm ihn mit, bevor man was Falsches macht. Ja. So kommt immer eins zum anderen. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo es weitergeht jetzt. Ah, okay. Weiter geht's mit 2 Büchern. Auch Jugendsachen. Das war auf der 2. Runde. Ich bin so durchgegangen, Mensch. Ich habe gedacht, ich wollte eigentlich mal 5 Freunde-Bücher finden. Aber man findet sie nicht. Ich habe zwar welche dann noch gesehen, aber es waren Neuauflagen. Und ich wollte die alten haben, die richtig alten. So, und dann sehe ich in einem Stand und dann für je 1 Euro 5 Freunde im alten Turm. Und 5 Freunde auf geheimnisvollen Spuren. Und die alten, ich weiß nicht, ob sie unzensiert sind oder so, auf jeden Fall fand ich die einfach besser als die Neuauflagen. Die Neuauflagen sind ja auch rausgekommen, weil es ja auch neue Verfilmungen gibt. Und ja, da hat man das eben halt entsprechend gemacht. So, Mensch, ich habe noch so viel. Was habe ich noch gefunden? Habe ich einfach mitgenommen. Das Alphabet, Sprüche von A bis Z, von Alf, also das Alphabet. Das gab es für 50 Cent. Ja, ich habe mir gedacht, gerade weil ich Freunde habe, die Alf-Fans sind, für die habe ich es mitgenommen. Und für 1 Euro gab es auch noch mal 2 kleine Disney-Pixie-Bücher, kann man so sagen. Und zwar einmal, das ist von 1997, die Zweitauflage, aber ursprünglich ausgekommen 1964, und zwar war einmal Bambi. Und das wirklich, der ist von 1974, Tick, Trick und Track Zaubern. Ich finde solche kleinen Pixie-Bücher interessant, wenn sie so alt sind. Gerade die Disney, ich habe ja da einige gefunden, habe sie gerade momentan meiner Schwester ausgeliehen, die sich gerade nach Euro Disney oder beziehungsweise Disneyland Paris verzogen hat. Die kleine Schlingelmaus. Ja, aber sie wird sich auch freuen, das zu sehen. Und in dem Sinne habe ich auch noch 2 Figuren für sie gefunden, die ja auch schon aus den 80er Jahren stammen. Und zwar 2 Mickey Maus Figuren. Und sie ist ja großer Mickey Maus Fan. Haben wir einmal Mickey und Minnie. Ja. Richtig alte Figuren, so auch im klassischen Mickey-Design, oh, gefallen mir ganz gut. Figuren kann ich ja noch mal kurz, obwohl die Figuren, ja, ich greife jetzt quer, weil jetzt um Disney geht, jetzt ist es gar nicht so einfach. Und Disney, 3 lustige Taschenbücher hat mein Bruder wieder gefunden, er liebt ja die lustigen Taschenbücher und ich sehe hier hinten ist noch ein Aufkleber drauf, der muss noch runter. Und zwar einmal das lustige Taschenbuch 542. Das lustige Taschenbuch 561 auf ins Meer oder ans Meer, ins Meer. Und 19.999 Meilen oder mehr Band 562. Und ihr werdet es nicht glauben, mein Bruder ist jetzt fast komplett mit seiner Sammlung. Ihm fehlt nur das Neueste, das erscheint im Endeffekt, ihr seht das Video heute, ab heute online. Das heißt, in der folgenden Woche kommt das raus. So, ich gucke mal aufs Datum. Wir haben heute den 11.09. Und das heißt, so am 3-4 Tagen kommt das raus. Also das nächste. Ne? In dem Sinne, ne, wenn ich das so gucke, ich gucke gerade hier das Datum direkt. 13. September. Also in 2 Tagen. Ja, und das heißt, 2 Bände für ihn mit dem da. Also mit dem, was kommt. Wahnsinn, Wahnsinn, wie voll man, wie das gehen kann. So,
jetzt kommen wir zu weiteren, noch eine, zwei Figuren. Und zwar habe ich gefunden, auch für einen Euro, eine Figur von der Jurassic Park Linie von 93. Ich bin mir nicht sicher, wer das ist, aber es müsste der Großwildjäger sein, Muldoon oder so, vermute ich mal. Ich bin jetzt, kenne den Film, aber ich kenne jetzt nicht die Actionfiguren, aber dachte mir, für den Preis nehme ich ihn mit. Und was ich mitgenommen habe für 2 Euro, ja, musste ich haben, Schlüsselanhänger. Hoffentlich man kann ihn sehen. Das ist Indys Vater, Henry Jones. Professor Henry Jones. Ja, den als Schlüsselanhänger. Die Figuren sind auch mittlerweile out of print, deswegen ist der Schlüsselanhänger auch schon so ein bisschen älter, glaube ich. Was steht hier ins Datum? Von 2008. Von 2008 ist der. Das heißt, der ist ja auch schon 14 Jahre alt. Wahnsinn. Wahnsinn. Schlüsselanhänger, der 14 Jahre alt ist. Absolut cool. Und ja, mit alten Sachen geht es auch weiter. Mensch, ich habe so viel hier geile Sachen gefunden. Und zwar, das ist Computerspiel, aber auch nicht. Aber es muss sein. Also, gefunden haben wir, ich sah das nur und ich sah Space Rat. Sagt euch Space Rat was? Ein Comic? Ja, das ist Space Rat, ist ein Comic, der in der ASM, dem aktuellen Softwaremarkt, dem Computerspielmagazin aus den 90ern dabei war. Es gab ein paar Bücher dazu und die lagen da und gab es jetzt für Stück, ich glaube, zusammen für 2 Euro oder 3 Euro, 3 Bände. Und zwar Space Rat 1, Space Rat 2. Na, dann sind. Ich versuche mal so ein gezeichnetes Comic irgendwie zu zeigen. Ein bisschen, auch ein bisschen Werner-Style, das ist halt so das Typische für damalige Zeit gewesen. Und auch ein aus dem aktuellen Softwaremarkt, ihr seht das Logo oben drauf, das neue Computer-Hassbuch. Nummer 2 ist das gewesen. Und mittendrin lag noch der Space Rat Mini-Comic, der war aber mal Bestandteil des Magazins. Richtig cool. Wie gesagt, ich glaube, sagen wir mal 3 Euro hat es gekostet. Konnte ich echt nicht liegen lassen. Gut. Man, wir sehen uns bald dem Ende, aber bald erst. Ich hatte heute auch nicht so wirklich negative Erfahrungen. Was ich jetzt auch nicht hier habe, ich habe ein paar Kekse gefunden. Da war auch mein Lieblingsbäcker sozusagen. Das ist auch so einer, der mit seinem Wagen. Und da habe ich mir ein paar Kekse, die es da gibt, so spezielle, ja, ist halt so. Manchmal gibt es so Kuchen und Kekse, die man, wenn man was vom Bäcker kauft, die speziellen Geschmack haben. Genau so war das. Beziehungsweise, was ist das eigentlich? Sind das Hanseaten? Ich liebe Hanseaten. Liegen da hinten außerhalb. Die Hanseaten, das ist so eben halt so Mürbeteiggebäck mit zwei Zuckergussfarben bemalt sozusagen, mit rosa und weiß, jeweils eine Hälfte. So, und ich liebe die. Und gerade die einfachen, nicht mit Marmelade gefüllt, gibt es auch mit zwei, wie so ein Doppelkeks. Musste ich haben. Habe ich mir auch gekauft. Da habe ich mich gefreut drüber. Das war das allererste, was ich gekauft habe. Die hat gerade den Laden aufgemacht und habe ich mir die Kekse gekauft, weil sie meistens dann weg waren. Na gut, okay, jetzt kommen wir jetzt wieder zu dem Kram hier. Ich habe mir auch gekauft für 1,50 Euro. Auch ist jetzt aus den 90ern, glaube ich, oder ja, 2000er, weil es ist eine fünfstellige Postleitzahl drauf. Aber ich fand es süß und hat 1,50 Euro gekostet. Petsy Domino. Petsy bin ich auch mit aufgewachsen und irgendwie bin ich dran hängen geblieben von Schmidt-Spiele. Die Sendung mit der Maus, glaube ich, gab auch Kurzgeschichten, die bei der Sendung mit der Maus gesendet wurden. Und ja. Es ist so ein Domino-Spiel. Einfach cool. Einfach cool. Und dann kam etwas, wo ich gesagt habe, wow. Wo ich richtig begeistert war. Das wird jetzt hier gleich den Tisch ein wenig voll machen. Und ja, wird mich ein bisschen begeistern. Und zwar, ich fange mit den Kleinigkeiten gleich an. Das kleine Set hat 3 Euro gekostet. Der sage und schreibe 3 Euro. Und ich hätte es nicht erwartet. Und zwar sind es einmal 2 Quartettspiele und die sind auch alt. Könnt ihr auch sehen. Und zwar habe ich hier einmal Pumuckl. Das müsste so aus den 80ern wirklich stammen. Also oder Anfang der 80er, wo wir auch Pumuckl im Fernsehen hatten. Richtig cool. Ich weiß nicht mal, ob es die Originalhülle ist, aber es ist eine sehr alte Hülle. Richtig guter Zustand. Ist auch vollständig. Wie gesagt, das gab es in dem Sinne für 50 Cent. Und habe ich gefunden auch ein Quartett von 1978.
in Top-Zustand mit Hülle. Sindbad. Richtig cool. Richtig cool. Ich bin begeistert. Damit bin ich aufgewachsen. Sindbad von Erik Odel gesprochen. Jan Odel, die Stimme, die heutzutage Will Smith hat. Die hat damals den Jungen gesprochen. Richtig, richtig coole Anime-Abenteuerserie. Kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr spannend. Weiß nicht, ob die noch in Deutschland gezeigt wird, aber richtig cool. Auch die Musik von Christian Buhn, dem Captain Future Komponist, Musikkomponisten, richtig klasse. Oder die deutsche Fassung. Und dann lag da auch von 1978 das Sindbad-Brettspiel. Also richtig klasse und simpel. Eigentlich nur würfeln und mit Figuren ziehen. Noch ein richtig schönes Motiv, richtig toll. Ne? Also richtig klasse. Einzige, was fehlt, sind zwei Spielfiguren, die nicht original sind. Es sollten sechs sein. Sind nur vier von den Originalen dabei und zwei von irgendwas anderem. Aber egal, das gab es für 2 €. Im Endeffekt, dieses alte Teil, also Wahnsinn. Ich bin völlig begeistert, weil das ist so, ja, thematisch ein Stück Kindheit. Ja, Wahnsinn. Und gleich jetzt, im Vergleich dazu kommt jetzt gleich das, die Spiele der 90er oder der 2000er von heute. Denn ich fange auch mit was Älterem an, beziehungsweise noch nicht ganz. Zwei Sachen habe ich gefunden, zwei Mauspads. Gab es zusammen für 5 €. Und zwar von Super Mario. Einmal das, noch komplett unbenutzt. Lege ich hier drauf, schütze das Ganze. Und das auch. Auch richtig cool. Wie gesagt, 2,50 das Stück. Du wolltest 3 haben erst. Ich habe dann 5 bezahlt für beide zusammen und einfach cool. Benutzen werde ich die jetzt nicht als Mauspad, weil ich habe gar nicht so eine große Fläche, so was frei ist. Aber ja, ich fand die cool. Warum nicht mitnehmen? Dann habe ich hier noch einen, geht es um PlayStation 1. Liebe ich ja auch, spiele ich ganz gerne die Klassiker. Ich habe jetzt welche gefunden, die ich noch bin der Meinung noch nicht hatte. Beziehungsweise eine Sache habe ich mitgenommen, die hatte ich mit dem Turtles Comic genommen. Und zwar einmal eine Anleitung von Harry Potter und der Stein der Weisen. In dem Sinne, sowas lasse ich dann nicht liegen. 50 Cent. Und ja, warum nicht? Das Ganze. Und dann habe ich jetzt 2 Spiele mitgenommen. Ich bin ja auch ein Adventure-Liebhaber und mein Bruder sagte, Mensch, warum nicht mitnehmen? Das ist so ein ja, bisschen wie Myst und Risen, so ein bisschen aus der Ego-Sicht so eine Art Adventure, wo man sich ein bisschen durchrätselt in so einer 3D-Welt. Tunguska, Legend of Fate, also Legende des Schicksals, hat mich 8 € gekostet, ist auch ein sehr guter Zustand. Haben wir noch runtergehandelt, der wollte erst 10 haben und einerseits hätte ich vielleicht für Glück gehabt und 5 zahlen müssen, denn ich stand an dem Stand, wo der Händler das mit abgegriffen hat und da hat noch 2 andere Spiele, Crash Bandicoot und Final Fantasy 8, aber die Platinum Edition hatte der dort auch noch mitgenommen, auch die 5 € hat der Händler bezahlt, dafür auch und ich war da dran und war wohl dazu geschossen oder irgendwie, da war auch viel Klamotten, dann war vielleicht was draufgefallen, der Sekunde. Ich habe das um 2 Minuten verpasst vielleicht. Nicht mal eine Minute, nicht mal verpasst, glaube ich. Oder übersehen. Also es war so parallel gerade. Naja, jedenfalls mein Bruder sah das dann, weil der ein paar Sekunden später kam und sagte, Mensch, der hat das und der Händler, wir haben ihn dann später gesehen, da habe ich dann nochmal das durchgeguckt. Sagte er das und dann haben wir dann auch, weil er wusste, dass ich ihn gesehen habe, habe ich jetzt 3 € mehr bezahlt, damit er seine Standgebühren auch in dem Sinne drin hat. Ich sag mal, das ist okay. 8 € für den Zustand auch. Und ja, ich glaube, ich habe es noch nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe festgestellt, dass mein Bruder hat seine Sammlung komplett aufgeschrieben und ich habe manchmal zwischendurch was gekauft und vergessen, die mitzuteilen. Vielleicht haben wir es doppelt, dann wird es abgegeben, aber auch. Oder er behält sie für seine Sammlung und ich habe es in meiner Sammlung. Kann auch sein. So, weiteres PlayStation 1 Spiel, vielleicht nichts Besonderes. Ein Pinball-Spiel, aber auch selten, aber auch in einem Top-Zustand, CD wie neu. Kiss Pinball von der Gruppe Kiss. Kenne ich jetzt gar nicht und weiß auch gar nicht, ob das wert ist, aber hat wohl 4 oder 5 € gekostet. Also in dem Sinne ist es aber auch noch ein normaler Preis. Kann man nichts gegen sagen. So, jetzt geht's weiter mit Spielen noch. Fangen wir an. Die sind auch ein bisschen teurer.
fangen wir an mit den Xbox One Spielen. Bei einem, ja, was kann man sagen, wie kann man den beschreiben? Ein Händler, so eine, diese typischen Händler mit ihren Decken, die da Werkzeuge verkaufen und sonst was und die Stapel Spiele auch immer noch dabei haben, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Die hatten auch Xbox One Spiele. Mein Bruder hat da zwei gesehen, die ihm gefallen haben. Die wollten 10 Euro das Stück haben. Er hat die jetzt auf 18 runtergehandelt zusammen. Also im Endeffekt 9 Euro das Stück. Aber er hatte sie noch nicht und sagt, das ist auch okay. Ob ich zu viel, weiß ich, bezahlt habe, kann ich jetzt momentan nicht beurteilen. Ist jetzt aber auch egal, wir haben es bezahlt. Nur bei der einen brauchen wir eine Austauschhülle, weil der Aufkleber geht gar nicht ab. Also das ist so festgetrocknet. Und zwar handelt es sich um Rise, Son of Rome, auch ein etwas älterer Titel natürlich inzwischen. Und Elex, auch kein schlechter. Und dann lag da und da hat mein Bruder, was hat mein Bruder da bezahlt? Ich glaube 12 Euro. Aber es ging um Crash Bandicoot 4, It's About Time. Auch Top-Zustand, ist noch in dieser CD, weil es so ein Supermarktprodukt war, ist nie aufgemacht worden. Ja, deswegen hatte mein Bruder auch gesagt, die Hülle war typisch ein bisschen angefahren, aber das geht alles noch. Warum nicht mitnehmen? Und ein Spiel, was er auch nicht hatte, ist aber jetzt die klassische Xbox, und zwar 13. War auch so eine Händler, Halbhändlerin, ja, so ein bisschen mehr so, wie kann man die beschreiben, das war so Zent-Händler-Händlerin, kann man sagen, fast so, ja, so fühlte sich das an, hat auch Spiele, ich hätte auch gern das Wii-Spiel So Blond, ein Adventure mitgenommen, zusammen hätten wir dann je 4 Euro bezahlt, so haben wir 5 bezahlt für dieses Spiel, ist auch ein Top-Zustand, also das ist alles dabei, ja, das ist auch ein richtig guter Shooter, und das Wii-Spiel, ich hätte es mitgenommen, aber es war französisch, kann ich zwar auf Deutsch spielen, aber wenn, wollte ich die deutsche Cover bei mir stehen haben. Das hat mich gestört dann so ein bisschen. Gut, und dann gibt es noch ein paar PlayStation 4 Spiele. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, mein Bruder hat einen 10er für PlayStation 5, ein PlayStation 5 Spiel gemacht, und zwar, wie wird das ausgesprochen? Absolof End of Gods. Keine Ahnung, was es ist. Hat einen 10er gekostet. Für 5 Euro fehlt ihm noch, er hat nur Teil 2 gehabt, The Crew. Dann, na, wo machen wir da weiter? Genau, das gab es für 7 Euro. Und zwar ein Spiel, was wir upgraden, weil ich habe eine ganze, hab auch eine Zeit lang viel Presse-CDs bekommen, weil ich auch beruflich eben halt unter anderem für shortreview.de und auch für ein anderes Magazin halt Filmreviews gemacht habe. Da habe ich dann immer mal wieder Presse-CDs gekriegt und im Endeffekt haben wir nie die normale Fassung gehabt. Und mein Bruder hat dann gesagt, Mensch, guck mal, gerade mal durchgeguckt, wir müssen mal da die normalen Fassung auch in die Sammlung packen und nicht nur die Pressefassung, weil meistens war die Pressefassung nur eine CD, mit Glück ab und zu mal ein Cover dabei. So, aber egal, deswegen gab es PlayStation 4 Metro Redux für 7 Euro. Und was ich euch empfehlen kann in dem Zusammenhang, wenn ihr auf www.shortreview.de geht, dann geht man in die Sektion Interviews, scrollt da ein bisschen durch. Da ist ein Interview mit dem Dimitri Dukowski, dem Autor der Metro-Romane. Und das ist ein sehr informatives, ausführliches Interview. Ich habe ihn mal getroffen, eben halt als das Spiel vorgestellt war, hat er es selbst vorgestellt. Ich durfte ihn kennenlernen. Und wir haben ein super interessantes Gespräch geführt. Er hat mir sehr, sehr viel erzählt, wie er auf die Ideen von Metro gekommen ist und so weiter. Das ist also sehr interessant. Lest es nach, oben www.shortreview unter Interviews gehen. Ja, und durchlesen. Also, und kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Das, wie gesagt, für 7. Und an dem Einstand, wo wir auch das End of Gods, kann ich gleich lesen, Spiel gefunden haben, gab es noch für einen 10er Sonic Forces. Oder 9 Euro. Kann auch sein, dass mein Bruder das ein bisschen runtergehandelt hat. Ich war schon beim nächsten Stand in dem Moment. Ist noch sealed. Und ja, fehlte eben. Gut, dann gab es für 4 Euro oder 5 Euro hat mein Bruder mitgenommen. Das hatte er noch gar nicht, aber wollte er haben. Call of Duty Modern Warfare.
Teil 1, glaube ich. Gibt auch schon 2. Und die letzten beiden Games. Und dann war es das auch für heute, für den Flohmarkt. Ich glaube, ich habe es ganz schön in die Länge gezogen mit dem ganzen Stuff. Dann muss ich gleich mal sortieren und euch schöne Bilder machen, damit ihr am Ende wieder so eine Collage bekommt von all den Sachen. Und ja, im Endeffekt 2 Spiele noch. Die haben zusammen 15 Euro gekostet. Auch hier ein Spiel, was ich nur als Pressefassung hatte, weil ich auf dem Event damals war, wo das Spiel vorgestellt war. Und da habe ich das als Presse-CD bekommen. Aber jetzt wurden wir dann gesagt, kommt, das muss noch in die Sammlung. Als Resident Evil-Fan fehlt uns Resident Evil 7. Das ist jetzt die VR-kompatible Version. Das ist die Zweitauflage. Danach kam die Gold-Auflage. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Auflagen. Jetzt natürlich auch PlayStation 5 Upgrade, habe ich auch alles schon. Aber ich habe physisch das Ding nicht in der Sammlung gehabt. Und bei Resident Evil sammelt man gerne jede Version. Gut, das gab es das. Und ein Spiel, was ich auch empfehlen kann. Ein VR-Spiel, und zwar The Flight oder Eagle Flight, habe ich mal pressemäßig auch auf einem Event gespielt. Ist ein VR-Spiel, man fliegt mit einem Adler durch ein vom Menschen verlassenes Paris, hat so Aufgaben zu erfüllen und so weiter. Ist richtig gut, also ist auch VR-mäßig schon anspruchsvoll. Benötigt auf jeden Fall VR, ist jetzt nicht kommt wie hier jetzt, das ist zum Beispiel der Unterschied, hier ist kompatibel und das ist erforderlich. Also in dem Sinne schon ja wichtig dann. Also auf jeden Fall, das kann ich auch empfehlen. Ist ein sehr schönes Spiel, jetzt ist kein AAA-Titel, aber ja, es ist wirklich ein guter VR-Spiel, also ein Geschicklichkeitsspiel, man geht mit Geschwindigkeit durch und fliegt eben halt mit dem Adler rum. Also es hat echt was. Ja. Wahnsinn! Das war schon die Ausbeute. Und ja, ich kann nur sagen, also schreibt mir, was ihr euch gefallen hat. Bei mir sind die Highlights auf jeden Fall das Sindbad. Ich muss mal aufpassen, da mache ich noch was kaputt. Das Sindbad-Brettspiel. Zusammen eben mit dem Kartenspiel, muss ich sagen. Das bleibt so wirklich ein Highlight, aber auch als Filmeliebhaber, allein nur die Videokassette, der Film ist auch großartig. Klar, ist ein 60er-Jahre-Titel und ist halt ein anderer Style, aber der Puppenspieler bleibt für mich eins meiner Highlights. Und hier sind jetzt nicht so viele Toys da, aber das ist schon so geiler Stuff, dass ich euch sagen muss, nächstes Jahr am 26.08., also 26. August 2023, gut, vielleicht für einen ist weiter weg oder nicht, findet in Castrop-Rauxel die Toyplosion, die erste Toyplosion statt. Die ist in einer Halle, wo 1800 Quadratmeter Platz sind. Es sind über 300 Händlertische belegt und zig YouTuber anwesend. Also, und auch ich bin anwesend. Ich komme als YouTuber, nein, als YouTuber auch. Ich verkaufe da auch ein bisschen, werde ein bisschen Retro-Stuff mitnehmen, werde ein bisschen Spielzeug mitbringen und was nicht alles, was passt. Also das wird richtig lustig werden. Ich habe mich entschieden, wirklich dahin zu kommen und ich kündige hier schon mal an. Ich habe mir irgendwas ausgedacht, was hier dann exklusiv, wer mich dann besucht, vor Ort bekommen kann. Ein kleines Geschenk sozusagen. Nichts Weltbewegendes. Ich werde euch da jetzt keine Reise nach Disneyland schenken, aber so eine Kleinigkeit habe ich mir ausgedacht, sozusagen ein kleines Goodie, wenn ihr mich besucht, Darmstand nächstes Jahr, am 26.08. auf der Toyplosion. Ja, da ja, werdet ihr auch super viel Retro-Stuff finden, also Toys ohne Ende. Und so wie ich mitbekommen habe, wird das Europas größte, also es wird bestimmt Europas größte Toy-Veranstaltung. Also es kommen aus Spanien, Spanien, Frankreich, Niederlande und Belgien, glaube ich, kommen her. Leute und Händler an, also es wird Wahnsinn. Und ja, für Deutschland auf jeden Fall die größte Veranstaltung und so wie es aussieht auch in Europa. Aber egal, da kommt später noch mal mehr von mir. Auch das ist nur eine Zwischenankündigung. Ansonsten, das war das Flohmarkt-Video. Heute, jetzt wiederhole ich mich, vom 11.09. Ja, und hat sich doch gelohnt. Ja, ein Like, darüber freue ich mich, dass ihr mich angeguckt habt. Ansonsten euer Highlight gerne nennen und dann wir sehen uns beim nächsten Mal.
Thank you.